Ah, mein Scheck. Ne? Nicht? Das heißt, ich kriege kein Geld heute. Okay. Ja, ich habe mir sagen lassen, letztes Jahr gab es in dieser Kategorie gar keinen Preis. Heute haben wir eins zu vergeben. Und jetzt bin ich durcheinander. Ich muss erst die Nominierten nennen. Preisträgerfilmbegründung. Also erst. Die Nominierten kennen wir schon. Jetzt erst Preisträger, dann Film, aha, dann Begründung. Soll ich jetzt wirklich die Katze aus dem Sack lassen? Bitte. Also, der Preis Grimme Online Award 2016 in der Kategorie Spezial gewinnt dieses Jahr das interaktive Team der Berliner Morgenpost. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss gestehen, als ich das erste Mal auf ihre Webseite gegangen bin, ich bin da nicht ohne weiteres mehr davon losgekommen. Es ist ein unglaubliches Ding zu sehen, wie man sich auf die Fahne schreiben kann, ich will Fakten und Zahlen so attraktiv wie möglich den Menschen, den Besuchern darstellen. Das ist, und das jedes Mal vom Neuen, man hat immer das Gefühl, die erfinden die Präsentation von Artikel zu Artikel neu, die benutzen nicht, ja, jetzt haben wir das ausgearbeitet, jetzt benutzen wir das nochmal, nein, die überlegen sich immer wieder, wie können wir die Zahlen oder die Fakten besser darstellen. Und ich finde, das ist ein enorm wichtiger Schritt, weil wenn man tatsächlich in einer Zeit, wo man ständig Lügenpresse, die Zahlen und Fakten lesen will oder sehen will, ist es sehr schön zu wissen, dass es eben auch leicht verständlich, leicht sichtbar, leicht zugänglich von einer Redaktion aufbereitet werden kann. Die Jury begründet die Preisvergabe so. Die Jury meint, Daten sind Schätze, die noch zum Glänzen gebracht werden müssen. Das Interaktiv-Team der Morgenpost hat mit großer Kontinuität diese Disziplin zu einer eigenen Klasse entwickelt und damit die eigene Zeitung zum Strahlen gebracht. Mit der gelungenen Integration des Datenjournalismus in der Berliner Morgenpost ein verbindliches, interdisziplinäres Projekt mit Signalwirkung gelungen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Moritz Klack, André Petzold, David Wendler, Christopher Möller und Julius Tröger. Glückwunsch. Glückwunsch. Servus. Glückwunsch. Ich will nichts sagen. Gib doch einfach den Preis einmal in der Reihe rum. Jeder darf ihn mal anfassen. Also, ja, genau. Jetzt ist es ja so, ihr wart letztes Jahr schon mal nominiert für M29. Dafür gab es dieses Jahr den Henry-Nannen-Preis. Jetzt den Grimme Online Award. Irgendwas macht ihr ziemlich gut. Was ist das Geheimnis? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nur, dass wir relativ früh angefangen haben, mit Programmierern in der Redaktion zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch eine Sache, wenn man im Online-Journalismus arbeitet, um neue Darstellungsformen dort zu zeigen und dort zu recherchieren mit neuen Möglichkeiten, braucht man Programmierer. Und ich glaube, wir haben früh damit angefangen und das zahlt sich jetzt vielleicht so ein bisschen aus. Und weil wir... Kann man denn irgendwas denjenigen oder denjenigen Verlagen oder Verlagshäusern mit auf den Weg geben, die sagen, Mensch, wir wollen sowas auch machen, wir wollen das am, also ihr macht das ja auch nicht nur einmalig, sondern dauerhaft. Also was könnte man als Ratschlag mitgeben? Programmierer einkaufen? Ja, und es immer anders, versuchen anders zu machen als die anderen, so ein bisschen. Also wir versuchen die Formate so zu wählen, dass sie einfach einzigartig sind. Wir haben in Berlin eben auch Themen, die man so angehen kann oder eben auch in andere Formen. Und wir versuchen sie immer auf so ein bisschen die andere Form. Ist eins eurer Geheimnisse eigentlich keine Frauen in der Redaktion oder... Nicht böse gemeint. Was soll ich sagen? Nein, natürlich nicht. Nee, ist einfach Zufall. Wir arbeiten natürlich mit Frauen zusammen, selbstverständlich. Wir haben es bei uns im Team natürlich hier wenige Frauen, das stimmt. Genau, also sehr, sehr wenige. Also, relativ wenige Frauen. Okay, letzte Frage. Was steht als nächstes an?
Was steht als nächstes an? Wir kümmern uns vor allem um das Thema Mieten in Berlin. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema und das gehen wir nochmal etwas größer an. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite und natürlich das Foto mit Ali. Julius Tröger, Moritz Klack, André Petzold, David Wendler und Christopher Müller.